Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Transport Viva 2. Wir sind immer noch in den 50er Jahren stehen geblieben und besser gesagt Richtung Ende der 50er Jahre. Im Jahr 1958 sind wir jetzt und haben in der letzten Folge Geld verdient und es direkt wieder ausgegeben. Also wir hatten letzte Folge ja einiges an Fahrzeugen erneuert, neue Busse, neue LKWs gar nicht. Also neue Busse auf jeden Fall neue und neue Güterwagen haben wir ersetzt. Sogar zwei verschiedene neue Bustypen. Also da ist ein bisschen was passiert. Hat sich ein bisschen was verändert am Verkehr. Das finde ich ganz cool. 2,8 Millionen haben wir auf dem Konto. Ne? Wir müssten jetzt so ein bisschen warten, dass die Züge alle wieder ein bisschen ankommen. Wir haben ja hier immer noch einen völlig überladenen Bahnhof, den wir leider nicht leer kriegen, weil das Problem ist, dass ich dafür das gerne umstellen möchte. Und dafür müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Das heißt, nee, wir sollten jetzt noch mal kurz sparen. Wir sind gerade auf einen Viertel runtergegangen. Ich muss daran denken, dass wir von der Geschwindigkeit wieder auf dem Halb später hochschalten, dass die Folge nicht zu lang wird. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen Geld verdienen, da ich ja noch ein bisschen Züge haben will bis 1960. Und das ist halt ein bisschen, es wird ein bisschen eng, sagen wir es mal so. Wir könnten auch Schiffe kaufen, das wäre auch mal eine Idee, von Langenhafen nach Warnmünden, weil die nämlich auch Werkzeuge brauchen. Und da wäre die Idee, ob wir dann nicht auch wirklich auch Schiffe einsetzen, einfach hier als, der das darüber bringt. Kostet allerdings auch ein bisschen und müssen wir gucken, ob es Geld verdient. Ob wir dann wirklich damit Geld verdienen, das kann ich nicht genau sagen. Ist der eigentlich voll gewesen? Ja gut, das hätten wir vielleicht gucken sollen, bevor er angekommen ist. Ob der voll fährt mit 72. Ich guck mal, was die da hinten so produzieren. Da wollte ich jetzt nicht drauf klicken. 111, ja, es fährt voll. Sehr gut. 3,4 auf dem Konto. Hier ist auch ein Problem. Also die Busse müssten wir auch mal ersetzen, fällt mir ein. Na, die wollten wir auf jeden Fall mal ersetzen, weil die nämlich auch dafür sorgen, dass die Leute da nicht mehr mitkommen, da hinten. Die ersetzen wir alle mal und setzen wir vielleicht sogar noch einen dazu ein, würde ich sagen. Passagier, ich hätte gerne, die haben 15 Platz, die haben 14 Platz. Wir nehmen die. Und in Rot diesmal. DB, interessant. Bei einem Omnibus-Modell von Mercedes-Benz Stadt, Umland, kurz Support für den klassischen Solobus. Als DB-Bahnbus. Eigentlich wäre ja cooler, wenn wir die anderen in DB-Bahnbus umändern, weil das ja so ein, eigentlich ja so ein Bus ist, ne? Ich weiß nicht, was die Bahnbusse waren, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist wie vor ein paar Jahren, gibt es ja glaube ich auch nicht mehr, den Intercity-Bus. Sowas in der Art. Könnten wir die auch einfach mal ersetzen in den roten Bus. Ich meine, so viel teurer sollte das nicht sein. 600.000, ja, ein bisschen. Finde ich da passender. Dann nehmen wir hier nämlich den. Es ist wieder, ich gebe wieder Geld aus für Schönheitssachen. Obwohl wir kein Geld haben. Ja, das kann ich sehr gut, sowas. Nee, ich würde den gerne ersetzen, die Fahrzeuge. 800.000, jo, sehr gut. Und dann würde ich den nochmal einen gönnen, weil hier, guck mal, wie viel da stehen. Kaufen wir den nochmal einen neuen Bus. So. Und dann setzen wir ihn da ein. Wo ist denn jetzt Bus? Westwacht, da haben wir ihn. Genau. Sehr gut. Dann sollten jetzt auch noch mehr Leute zum Bahnhof kommen. Und damit sollten wir am Bahnhof auch mehr Geld verdienen. Aber da müssen wir auch erstmal noch mehr Leute loswerden am Bahnhof. Der fährt ja, wie gesagt, immer voll. Ich habe mir schon ein Konzept überlegt, wie ich das machen würde, wenn. Das können wir eigentlich schon mal bauen. Dann haben wir es schon mal vorbereitet. Und zwar würde ich das Gleis nach hier verlegen wollen. Und dann würde ich dafür sorgen, dass die beiden Schienenbusse hier auf dem Gleis halten. Und dann die beiden anderen aus den Richtungen von hier und hier auf dem Gleis halten. Das fände ich irgendwie ganz sinnvoll. Fährt der eigentlich auch voll hier? Ja, der fährt voll. Sehr gut. Wir könnten auch hier eine Stichstrecke schon mal bauen nach Altenholz. Machen wir später. Ich überlege sogar, wenn wir eine Stichstrecke bauen, könnten wir eigentlich die mit nach Westwacht hier noch eine Station bauen. Westwacht als Bahnhof, dass die hier direkt umsteigen können. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. In Westwacht und Altenholz hier nochmal so ein Umsteigebahnhof für Westwacht. Aber ich muss gucken, ob die Buslinie dann noch Sinn ergibt oder ob ich die dann wegnehme oder dann nicht mehr hierhin fahren lasse, sondern nur noch hierhin oder so. Mal gucken.
6,8 Millionen. Wir warten auf 9 Millionen, glaube ich, ne? Um da hinten den einen Zug zu ersetzen. Das war unsere erste Sache, die ich jetzt vorhatte. Schon seit längerem. Warten wir mal ganz kurz, bis wir 9 Millionen haben. Und dann müssen wir halt aufpassen, müssen auf langsam schalten, dass wir nicht wieder das Geld direkt wieder weg ist. Passiert ja auch schnell. So, 800.000 nochmal dazu bekommen. 7 immer noch. Wo bleiben denn die Züge hier? Fährt, ach, da hinten fährt wieder einer. Genau, da fahren sie wieder ein, die beiden Züge. So, kriegen wir auch nochmal 600.000 dazu. Wo ist denn der andere Zug? Ach, da kommt der auch. Die treffen sich eigentlich immer hier so ungefähr. Das ist immer ganz cool. Haben wir 300.000 bekommen. Dann würde ich das schon mal einstellen hier, dass die beiden bitte auf Gleis 5 halten. Und dann müssen wir natürlich hier Signale setzen, dass die dann überhaupt auch wieder zurückfahren. So, ach, Signale wollte ich noch installieren. Ha, hatte ich ganz vergessen. So. Hier auch noch ein Signal hin. Einfach nur, damit die beiden Züge hier halten, wenn der andere da drin sitzt. Würde ich hinten am Bahnhof halten, am Bahnhof warten. Und dann wird das Gleis bald von den anderen Zügen noch genutzt. Und eigentlich könnten wir auch diese beiden Gleise nutzen lassen, ne? Warum ändern wir das eigentlich um? Ist doch völliger Quatsch, was ich hier schon wieder mache. Kriegen wir das hin? Ja, das geht. Also ich denke, könnten wir den auf den schicken. Den können wir auch noch auf den schicken. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da müssen wir nochmal eine andere Weiche reinbauen. Irgendwie muss das ja gehen. Hier haben wir eigentlich noch den Platz, hier noch eine zweite Weiche reinzubauen, würde ich sagen. Dass wir das Signal nach da setzen. Da haben wir ein großes 10 Meter Signal. Ja. Und hier ist ja auch ein Signal, aber das ist egal. Das Signal können wir da ruhig stehen lassen. Ich würde nämlich jetzt hier nochmal so eine Weiche bauen, dass der das andere Gleis nutzen kann. Dann würde ich sagen, Gleis 1 und 2 wären tatsächlich die Gleise für die andere Strecke. Dann können wir nämlich das hier wieder ändern. So. Wie viel haben wir? 8 Millionen. Ja, fast haben wir es doch. Wir haben es doch fast. Mal eben, was hat er gesagt? Ich glaube 9 Millionen, ne, waren das. 9,3 haben wir. Jetzt, wenn der Zug noch ankommt, dann sollten wir auf 10 hoch sein. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Fahrzeug verwalten. Ersetzen. Ich würde gerne diese. Ich weiß nicht, ob wir den richtig schön noch kriegen oder ob wir nur. Nee, ich glaube, den geht sogar noch. Dann hinzufügen. Weg damit. Und ersetzen. Sehr cool. Dann schauen wir uns mal an. Das ist unser neuer Zug. Es ist aber schon die neue Variante mit dem DB-Logo vorne drauf. Ich glaube, die andere Variante war auch noch. Ist das eine Vorkriegsvariante? Ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Triebwagen, finde ich. Passt aber auch vorne mit dem B. Es gab noch so einen mit so einem Adler vorne drauf, aber es könnte auch eine Vorkriegsvariante sein. Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein sehr schöner Zug. Kann man nicht anders sagen. Und er kämpft sich hier am Schienenbus vorbei. Und dann hoffentlich auch ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen mehr Geld verdienen. Weil er ja auch ein bisschen mehr noch mitnehmen kann an Leuten. So, und jetzt wäre das nächste Sache, den Umbau von hinten. Jetzt brauchen wir wieder 10 Millionen für einen Zug circa. Also das ist halt wirklich viel Geld, was man immer braucht für Züge. Aber wir haben auch mal richtig viel Geld für Investitionen ausgegeben. Das ist schon krass. Wenn der jetzt voll ist, dann dürfte der auch 2,4 Millionen. Der verdient jetzt auch Geld. Ich glaube, der wird jetzt auch mehr Geld verdienen als der andere vorher. Bin mir ziemlich sicher. Dann haben wir noch einen weiteren Zug, der wirklich Geld verdient. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Wir machen mal eine Mitfahrt mit dem. Wir haben eh gerade nichts zu tun und warten auf Geld. Dann setzen wir uns hier mal in den Zug rein. Und machen hier einfach mal eine Mitfahrt.
Oh, schön. Schöner Führerstand. So ein bisschen, ich erinnere mich so ein bisschen an den TSW, diesen eine amerikanische Lok, die ich immer als, die in Amerika steiler, aber die ich so ein bisschen immer als Space Shuttle bezeichne. Da erinnert mich die ein bisschen. Kann ich durchschalten? Ne, durchschalten kann ich hier leider nicht. Aber wir können so ein bisschen nach hinten gehen, trotzdem mal in den Zug. Einfach uns mal hinsetzen. Ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ja, irgendwie, ja. So, ein Stückchen noch zurück. Jetzt sieht es besser aus. Möglichst nicht in den Herrn da drin. So, jetzt. Auch cool. So. Dann schauen wir hier mal aus dem Fenster. Gefällt mir wirklich sehr gut. Was hat denn der da eigentlich? Der tut so, als hätte er was in der Hand. Auch nicht schlecht. Sag mal, das ist, kommt der aus der Zukunft? Ist das so eine Smartphone-Bewegung? Das ist doch so ein Zeitreisender. Ihr seht das, der hat eine Smartphone-Bewegung. Der wischt doch. Das ist ein Zeitreisender. Gibt, kennt ihr immer diese Bilder, wo Leute überhaupt nicht reinpassen und dann wie gesagt, das ist ein Zeitreisender. Gibt es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie 1908 oder sowas. Und dann war so einer mit so einem halbmodernen T-Shirt, passt überhaupt nicht rein ins Bild. Und alle so, ja, Zeitreisender. Ja, ich glaube nicht. Schon witzig. Er ist Smartphone gewöhnt. Das sollte aber, glaube ich, wirklich eine Smartphone-Animation sein. Das würde das doch nicht so halten, oder? Aber schade, dass sie da kein Smartphone reingemodelt haben. Ne? Oder eine Zeitung. Könnte auch eine Zeitung sein, oder? Ja, aber die hält man eigentlich mit zwei Händen. Oder? Ja, so mit einer vielleicht so... Naja... Nee, es ist schon ein Smartphone, würde ich sagen. Schön, ja. Auch rechts übrigens die Handbremse. Denke ich mal. So. Ein bisschen vorne raus gucken. Und diese Strecke genießen. Schön auch durch den Wald. Gefällt mir sehr gut. Und dann erreichen wir jetzt auch Larenhafen. Und er sollte dann wieder ordentlich Geld verdienen dort. Das hat hoffentlich funktioniert. Ja, da warten auch wieder einige hier. Dann bin ich mal gespannt, was er so verdient hat. Ja, 2,5 Millionen macht er jetzt. Das passt schon ganz gut. Wir haben auf dem Konto 3,8. Wir müssen aber noch ein bisschen warten, bis wir einen neuen Zug kaufen können. Weil wir einen neuen Zug kaufen können, würde ich den auch einsetzen direkt von Bad Grenzburg als Einsatzzug bis nach Westwacht und von Larenhafen bis Westwacht würde dann auch, die würden die anderen beiden Züge fahren, weil da sind so viele Leute. Aber ich will ja nicht die Verbindung zwischen Bad Grenzbach, Bad Gensbrück so, und Westwach kappen. Das wäre ein bisschen schade. Beziehungsweise das wäre auch nicht gut. 4 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, was würde denn ein Zug hier kosten? Wir haben ja jetzt auch die Einheitsloks, ne? Das kommt ja jetzt auch bei. Haben wir jetzt auch schon. Hier Einheitsloks. 110, Baureihe 110. Beziehungsweise damals noch E10 oder E40. E41. Also wir haben schon die ersten Einheitsloks. Und die würde ich gerne auf dieser einen Strecke auf jeden Fall schon einsetzen. Dass der Vorteil ist, die können 140, die würden den TE nicht so schwer behindern oder vor dem herfahren. Das wäre schon ein bisschen besser. So, wir hatten wieder... Ich werde wieder so eine ähnliche Zusammenstellung machen wie letztes Mal. Was ist denn eigentlich Scharnow-Reisen? Okay, keine Ahnung, was Scharnow-Reisen ist. Messwagen sind auch neuer, das passt auch nicht in die 50 Jahre, das haben wir einfach, glaube ich, ein bisschen falsch zusammengesetzt. So, wir hätten hier 21 Millionen, ach du Scheiße. Aber eigentlich müssten wir es jetzt mal machen, ne? Weil sonst, ja, wir machen es, oder wir machen es nächste Folge, weil...
Wir haben noch ein bisschen. Ja gut, dann machen wir es jetzt. Da kommt jetzt die erste Einheitslok. Habe mich dafür entschieden. Das wird mir sowas von auf, das wird mir sowas von auf die Finger fallen. Das müsst ihr. Wenn ich in Zukunft da stehe und sage, oh, ich bin pleite, ich habe kein Geld mehr, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, siehst du, wir haben es dir doch gesagt, mach den Scheiß nicht. Aber wir machen es jetzt trotzdem. So, neue Linie. Bad Grenzbruck. Westwach. Was ist denn jetzt ein Problem? Die alte Haltestelle konnte dann danach verbunden werden. Okay, versuche. Ach, da kann man so drücken. Versuche das Problem automatisch zu beheben. Das geht. Cool. Er fährt jetzt hier raus gleich. Die gucken wir uns gleich an. Jetzt kappen wir erstmal die andere Linie. Linie. P-Zug. Der kommt jetzt nämlich, der wird verändert, die Linie. Der hält jetzt nicht mehr in Bad Grenzbrück. Westwach kommt raus. Signal kommt raus. So, jetzt. Jetzt ist die Frage, hält er auf dem richtigen Gleis? Tut er. Sehr gut. Perfekt. Dann sind die beiden jetzt nur noch angebunden. Das ist auch mein Ziel gewesen. Ich werde jetzt noch ganz kurz denen sagen, dass er bitte auch das zweigleisig benutzen soll, das Gleis. Und jetzt sage ich ihm, dass er auch von der anderen Seite das Gleis benutzen soll. Dankeschön. Und jetzt kommt er nicht auf das Gleis. Hä? Ja, dann halt doch nicht auf Gleis sonst wo. Aber warum kommst du denn? Ach, weil die Weiche hier nicht. Ja. Ich weiß es doch, was los ist. Ja, ich wusste es. So. Und jetzt, bitteschön, Dankeschön. Passt. Dann darfst du jetzt auch halten. Und der andere fährt jetzt. Kein Weg elektrisch. Was ist denn los? Jetzt, ach, jetzt steht er da und weiß auch nicht. Ja, weil der falsch rum steht. Okay, dann machen wir es anders. Dreh mal. Ist schon richtig. Fahrrichtung. Fahr erstmal in die Richtung. Wo ist der andere Zug? Kommt der raus? Ja, kommt gleich raus. Du, welche Linie war das jetzt, ehrlich gesagt? Das muss ich mal gucken. Linie 3. Das müssen wir mal umbenennen. Das wird jetzt P-Zug. Wir nennen trotzdem, wir nehmen trotzdem mal P-Zug, Personenzug. Bad Grenzbrück. Westwacht. Ja, passt. Der andere P-Zug wird jetzt geändert von Westwacht nach Lahrenbrück. Westwacht. So, perfekt. Und dann. Jetzt steht er natürlich auf dem falschen Gleis, ne? Kommt dann auch erstmal nicht rüber. Ja, das könnte ein bisschen problematisch sein. Ach ne, fährt jetzt erstmal bis zum Bahnhof da hinten. Das heißt, wenn wir Glück haben, stellt sich der andere da jetzt nicht im Weg. Wir Pech haben schon. Wir müssen es mal beobachten. Der jetzt gleich sich da im Weg stellt. Er wartet. Sehr gut. Der müsste jetzt auf den anderen Zug warten, bis der durchgefahren ist. Das ist zwar jetzt ein bisschen nervig und kostet uns ein bisschen Geld. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Dafür sollten jetzt aber die. Oh, genau. Der Zug nach Westwacht nur 9 Leute. Ist ja jetzt aber nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass hier wenigstens ein paar Leute warten. Ja, genau, 74. Das heißt, der wird schon sich auch noch lohnen. Denke ich. Du darfst aber auch gleich mal drehen, wenn du möchtest. Weil dann holst du erstmal die vielen Fahrgäste ab und bist die erstmal bei den Verlusten. Die anderen Züge fahren da schon gerade Verluste ein. So, wir wollten uns außerdem Zug mal angucken. Aber das wäre, glaube ich, was für. Na, wir könnten jetzt verschalten mal auf höher 1,5 Geschwindigkeit. Ich gucke mir die 110 hier mal an, die E10. Heutzutage 110, früher E10. Auch sehr schön. Ich mag die Wagen, die wir jetzt hier hinter haben. Sind zwar immer die gleichen, aber ist halt so Einheitswagen, ne? Aber die ersten Einheitsloks, das ist auch schön. Und vorne haben wir noch die alten E-Loks, die werden wir nach und nach auch durch die Einheitsloks ersetzen. Ich glaube, bis 63 sind die beiden E-Loks da in Realität gefahren, die alten, die wir noch haben. Die werden wir dann nach und nach ersetzen. So, jetzt gucke ich mal, wie voll der Zug ist hier. 75. Ja, gut, das passt aber. Das ist gut. Das passt. Jetzt gucke ich mal, was die anderen beiden Züge da machen. Wir schalten mal auf schneller, dass die anderen beiden dadurch fahren. Ja, er hat im Moment überhaupt kein Geld. Logischerweise verdient er gerade kein Geld.
Die müssen sich auch mal wieder ein bisschen abstellen. Die fahren jetzt halt direkt hintereinander, ist auch ein bisschen doof. Müssen wir mal einen Fahrplan mit einbauen, dann können wir damit eine Zeit einstellen, wie lange die im Abstand fahren sollen. Jetzt ist er wieder voll. Und gleich dürfte der andere dann auch voll fahren. Und dann kommt dann bald auch TEE, ne? Ja gut, wir haben jetzt minus 1,2 Millionen im Moment. Das liegt daran, dass die beiden Züge hier im Moment nicht fahren. Das ist logisch. Der andere Zug kommt jetzt an. Der ist ja auch schneller. Der kann ja auch bis 150 fahren, glaube ich. So. Und wir kriegen neue Züge. Das heißt, das neue Jahr fängt an. Und damit... Und vor allem die neue LKWs. Ja, die können wir auch verwenden. Sehr schön. I41 noch eine neue... Lackierung oder neuer Zug, neuer Einheitslok. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann vielleicht mal hinkriegen, so Richtung TE zu gehen. Das wäre nämlich die letzte Folge von 1960, wir nächste Folge die TE haben. Mal gucken, ob das klappt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.